Hallo, mein Name ist Sabine. In den letzten Videos haben wir uns die Photosynthese angesehen. Wie jede chemische Reaktion ist sie von Außenfaktoren abhängig. Licht, Temperatur und CO2-Gehalt der Luft beeinflussen den Glukoseertrag und die Geschwindigkeit, mit der Glukose gebildet wird. Die einzelnen Faktoren sehen wir uns jetzt der Reihe nach an. Stell dir einen Wald vor. Da gibt es zum einen große Bäume, weiter unten Sträucher und ganz unten Kraut und Gestrüpp. Wenn jetzt die Sonne auf den Wald fällt, bekommen logischerweise die Bäume am meisten Licht ab. Sträucher und Gestrüpp liegen im Schatten. Als logische Konsequenz unterscheidet man in der Biologie zwischen Sonnenpflanzen und Schattenpflanzen. Sonnenpflanzen haben, wie der Name schon sagt, einen hohen Lichtbedarf. Und den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.